Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Und zwar gibt es heute eine absolut krasse Neuheit, und zwar der Kanonenschlag von Pyro Union, beziehungsweise es sind mehrere Kanonenschläge drin. Wir gucken uns ganz kurz die Packung an. Hier ist es gestempelt quasi. Kanonenschlag, made in Germany, ab 18 Jahren, 12 Stück sind drin. Hier an der Seite sieht man schon exklusive Online-Händler, unter anderem Röder Feuerwerk. Also den wird es nur bei exklusiven Händlern zu kaufen geben. Ja, ist natürlich F2. Insgesamt sind 70,8 Gramm NEM drin. Hier steht wieder das ganze Übliche drauf. Und jetzt gucken wir mal rein. So sieht das Ganze aus. Extrem interessant. Drei verschiedene sind drin. Einmal der Typ 2. Der Typ 3. Und der Typ 1. Die Böller sind alle verschieden groß, haben aber alle eine NEM von 5,9 Gramm. Und ja, die sind hier richtig gewürgt, ziemlich fest auch gewürgt. Ein bisschen Sägemehl kommt manchmal noch raus, also hinten sind die nur innen drin verklebt, aber hier oben nicht drauf. Auf der anderen Seite sieht es anders aus, da sieht man schon den Kleber. Die Böller sind alle von alten Böllern, die es ganz früher schon mal gab, quasi nachgebaut. Wir starten mal hier mit dem Kanonenschlag Typ 3. Das war der Rekordschlag von Depifac. Die von Depifac hatten ursprünglich keine zweite Schnürung, aber ja, ist halt nur nachempfunden und nicht exakt gleich wie früher. Ich bin hier mit dem Heiko Röder, mit einem Exklusivhändler und dem wir Exklusivhändler. Mit dem. Ja, genau. Man muss auch aufpassen, dass man nicht vor oder hinter dem Böller steht, denn dadurch, dass sie nur gewürgt sind, kann es sein, dass diese Böller einfach mal wegschießen. Let's go. Ein ganz, 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 ganz dumpfer Knall mit richtig Druck. Das war jetzt quasi der, ja, der mittlere. Genau, wir machen noch einen. Schön in meine Richtung. Boah, das ist brutal. Da kommen die Schnipsel noch runter gerieselt. Auch überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Deböller-Knall. Das ist richtig so wuchtig. Junge, Junge. Ja, also vom Klang her heller. Ne? Ja, genau. Weiter geht's jetzt mit dem Typ 2. Der ist dem Feistel-Kanonenschlag nachempfunden. Genau, hier sieht man schon, hier ist ein ziemliches Loch drin. Und unten sieht man so ein paar lose Sägespäne. Mal gucken, ob das Ding trotzdem laut ist. Ja, genau, wir stellen den mal hin. Ah, jetzt kann man schon anziehen. Ja, siehst du, der ist einfach... Aber trotzdem laut. Ja, wirklich, trotzdem laut. So Kanonenschuss. Aber exakt stehen geblieben. Heftig. Und hier, die Würgung ist wieder komplett, hat sich komplett offen gedreht quasi. Wenn man das jetzt nochmal vergleicht mit einem, der noch gewürgt ist. So. Genau. Ja. Wir machen mal einen nächsten. Wir probieren nochmal einen, ja. Boah. Der hat auf jeden Fall den Stein hier weggekickt. Oh, das ist natürlich nicht gut, ne? So was sollte man natürlich nicht tun. Heftig. Ich glaube, der lag schon da. Ja, der lag schon da. Mal gucken, was bei dem hier ist. Ja, richtiger Kanonenschlag. Ja, wirklich. Der Kanonenschuss. Genau, Kanonenschuss, ja. Natürlich nicht so laut wie der vorher. Okay, der war wieder ordentlich laut. Und jetzt als letztes noch den Kanonenschlag Typ 1. Der größte, aber auch halt 5,9 Gramm NEM. Ja, der ist nachempfunden dem Pulverfischer Kanonenschlag. Das war die Produktion. Boah, der war fett. Oh. Der war gut. Lecko, Fanny. Der war gut. Schon echt brutal. Ja. So gesehen ploppen die auf, aber halt wirklich laut. Ah. Okay. Junge, Junge. Also das sind natürlich Liebhaberstücke, auch für den Preis.
Aber wer auf alte Böller steht oder dieses Feeling mal haben will, der sollte sich die Dinger auf jeden Fall mal zulegen. Jedenfalls eine Packung. Auf jeden Fall eine coole Sache für Silvester, finde ich. 100% made in Germany. Genau, und 100% made in Germany. Ah, das ist schon cool. Also, das ist auch einfach ein Hingucker, wenn man das Ding irgendwo stehen hat. Muss man schon sagen. Also Leute, wer dieses Feeling mal haben will, muss sich auf jeden Fall mal zulegen. Ich finde die Teile echt cool. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die knapp 30 Euro für diese 12 Böller ausgeben würdet. Und ja Leute, wenn euch die Dinger jetzt überzeugt haben, wie gesagt, Röder Feuerwerk Online-Shop ist ein exklusiver Händler. Da kriegt ihr die Dinger. Link ist in der Beschreibung. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann und haut rein. I remember